So, die Frage ist nach der Ursache der Krankheit. Warum werden wir krank? Ja, wo liegt der Grund unserer Krankheit? Und wir haben, ich habe gesehen, es gibt eine Kette von Reaktionen. Wir haben Gene, Keime, die Prostatavergrößerung, den Nierenstau. Aber alles, was wir so sehen in unserem medizinischen Bereich, ist: Aha, die Nierenstau ist wegen dem Prostata. Vergrößerung, dann sagen wir, okay, die Prostatavergrößerung, wissen wir aber jetzt nicht, woher sie kommt, oder Prostatakrebs, weil wir wissen nicht, woher beginnt die ganze Kette der Reaktion. Und ich denke, wenn wir nicht den Beginn wissen, wissen wir gar nichts. Und deshalb haben wir in der Medizin 90% unserer Krankheiten, wissen wir nicht, woher sie kommen. Hätten wir aber die Angaben über die Gesetze des Lebens, dann wüssten wir genauestens, woher die Krankheit kommt. Ohne Wenn und Aber. Schauen Sie dadurch, dass ich diesen Beginn kenne, weiß ich sofort bei meinem Patienten, wo ich hin muss, damit er versteht, warum er krank ist. Und das ist auch schön. Ja, als Arzt nicht hilflos zu stehen, ist eine gute Sache, weil wir stehen häufig, stand ich früher hilflos. Sicherlich stehe ich ja heute noch hilflos. Ich hatte gestern oder vorgestern einen Patienten, ich glaube, es war sogar gestern. Der Mann kam, hat schon seit 2 Jahren, nimmt er stark ab, ist ganz, ganz abgemagert, und man sah ihm an, dass er Krebs haben muss. Ja? Und er hatte tatsächlich einen großen Tumor, der, ja, heiser war er schon über ein Jahr, der von seiner linken, nein, von seiner rechten Mandel runter wuchs, bis zu seinem Kehlkopf, und dort alles verdrängte, und jetzt konnte er kaum mehr trinken. So. Aber er war ein sehr einfacher Mensch. Konnte auch nicht richtig so kommunizieren. Er lebte alleine, kein Vater, keine Mutter, keine Leute, keine Verwandtschaft. Ja, so durch Alkohol, durch Rauchen, war ein Zustand, wo ich nicht viel mit ihm reden konnte. Dass ich ihm sage, okay, ja, so konnte ich ihn nur weiter verweisen, ja, was wollen wir machen? Tumor ist wahrscheinlich inoperabel, vielleicht gibt man noch eine Bestrahlung. Aber er wollte auch nicht so unbedingt ins Krankenhaus gehen, und ich habe gesagt, Sie entscheiden, Sie dürfen zu Hause bleiben. Ich meine, es ist ja, wir haben die Verwaltung letztendlich, es ist nicht unser Leben, aber wir haben die Verwaltung über unser Leben. Und dann stehe ich auch da und denke, ich hätte gern geholfen. Aber wenn man nicht etwas erklären kann, kann man nicht helfen. Ja? Ja, deshalb müssen wir diese Dinge, solange wir Verstand haben, verstehen, damit wir es umsetzen können. So, das Erste, was ich gestern Abend erklärt habe, ist, dass das Grundgesetz des Lebens, können wir es auch sagen, dass alles, was sich bewegt, wird bewegt. Das heißt, nichts auf dieser Welt ist ein Perpetuum mobile. Nichts kann das, was er produziert, als Input nehmen und als Energie verwenden. Ja? Es gibt also keine Energie, die ein Mittel oder die eine Zelle oder irgendjemand verwendet, dass er aus sich selbst herausholt. Die Energie ist immer extern. So, das Leben ist abhängig. Die Zelle kann nicht auswählen ihr Grundbedürfnis, aber sie hat Grundbedürfnisse, sie hat feste Grundbedürfnisse, die nie veränderbar sind. Und die Zelle kann sich selber nicht schaden, sie hat ja keine Kraft dazu. So, deshalb ist der erste Punkt, den ich gestern Abend versucht habe klarzumachen, ist, wenn ich einen Menschen habe, einen Patienten mit der Krankheit, dann gucke ich mir an, ist er geschlagen worden, ist er gefroren oder nicht? Und dann schaue ich, was sind die Grundbedürfnisse, was schädigt ihn? Ich weiß, er selbst, das heißt die Zelle, der Körper, kann sich selber nicht schaden. Die Krankheit kommt immer von außen. So, wenn Sie das einmal verstanden haben, dann müssen Sie dabei bleiben. Und der Grundsatz ist immer so: Die Krankheit kommt immer außerhalb der Zelle. Deshalb muss ich sehen, was kann der Zelle Schaden anfügen, damit sie hier unten nicht mehr das tut, was sie normalerweise tun soll. So, das ist der erste Grundgedanke, den wir verstehen müssen.
Das Leben kommt von außen und die Ursache der Krankheit ist immer extern. Kommt immer von außen. Ja? So, wenn das ein Grundgesetz ist, und es ist wirklich ein Grundgesetz, niemand kann uns da widersprechen, weil niemand kann es anders machen. Das ist so. Das kann mir niemand widersprechen und dann gibt es auch keinen Widerspruch. So, und jetzt kommen wir zu den Grundbedürfnissen. Ich gucke mir an, was braucht die menschliche Zelle, weil wir finden Zellkrankheiten und ich möchte wissen, was macht die Zelle krank. Und dann gucke ich, die Zelle braucht Sauerstoff, Wasser, Nahrung, Wärme, Schlaf, Sonnenlicht. Und wir haben gesehen gestern Abend, wichtig, die Zelle braucht Gedanken, damit sie existiert. Ja, so ist eines meiner Argumente, dass die menschliche Zelle, wenn wir sie vom Körper trennen, wissen Sie, dass sie nicht ewig leben kann? Das heißt, sie kann sich nicht vermehren, sondern irgendwann mal stirbt sie ab, ganz egal, wie gut die Verhältnisse sind. Warum stirbt sie ab? Ja, ist ganz klar, weil ihr die Gedanken fehlen. Das ist außerhalb dieser. Deshalb sind auch alle unsere Experimente, die wir mit Zellen machen, mit menschlichen Zellen, die außerhalb des Körpers sind, immer ein Mangel. Geschichte, weil das Wichtigste, was die Zelle am Leben erhält, werden wir sehen, sind die Gedanken. So, deshalb muss sie irgendwann mal sterben. So, wir haben gesagt, das sind diese Bedürfnisse. So gehe ich durch und frage mir, fehlt dem Menschen Sauerstoff, fehlt dem Wasser? Und in 90% der Fälle finde ich, dass ihm da die ersten 6 nicht fehlen, aber in Gedanken hat er ein Problem. Und die Gedanken drehen sich immer um die Liebe. So können wir sagen, die Liebe ist ein Grundbedürfnis für die Zellen. Es ist ein Input, ist da Energie, ist Kraft. Und dann haben wir gesehen, wenn das hier der Mangel ist, dann muss ich wissen, wo und wie entsteht der Mangel. Und deshalb müssen wir die Organe sehen, die die Versorgung vollziehen müssen. Und wir sehen die Lunge. Muss den Sauerstoff in das Blut bringen. Ja, können wir ohne Lungen leben? Nein, es gibt kein Leben ohne Lungen. Gibt es ein Leben ohne Magen und Darm? Nein, auch das muss da sein. Gibt es ein Leben ohne die Haut? Ja, gibt es nicht. Ohne Gehirn sowieso nicht. Und ohne Augen gibt es zwar, aber die Haut ist da, die dann diesen Teil übernehmen kann, dass die Sonne in den Körper kommt. Aber wer bringt die Gedanken rein? Und ich habe gestern Abend versucht, das sehr ausführlich anhand unseres Gehirns zu erklären, dass, das ist jetzt für die, die heute das erste Mal sind, gebe ich zu, ein bisschen kompliziert, aber das ist unser Hirn und wir haben in unserem Gehirn 2 Bereiche. Wir haben einmal die Hirnrinde, wo der ganze Mensch vertreten ist, wo das Denken, der Willen, die Motivation, die Wahrnehmung ist. Und der ganze Mensch wird gelenkt über Drähte, kann man sagen, oder über Bahnen. Ja? Das sind alles Nervenbahnen. Und die erste Station der Nervenbahn ist das limbische System, das ist das Hormonsystem. Und dann gehen die Nerven weiter in den Rest des Körpers. Und ich habe gestern Abend versucht, anhand von Gefühlen und Gedanken zu zeigen, dass der Mensch einen Geist hat. Ich wollte, dass wir das beweisen, dass der Mensch nicht nur Zellen ist. Und ich möchte zeigen, dass wir Gefühle und Gedanken haben. Und haben wir Gefühle und Gedanken, dann müssen die einen Ursprung haben. Und wir haben gesehen, dass die Gefühle aus der Zelle kommen und die Gedanken aus dem Geist. Und wir haben gesehen, dass der Mensch in sich selbst einen Widerspruch hat. Das heißt, er kann etwas fühlen und etwas anders denken. Er kann Hunger haben und der Gedanke sagt, ich gebe dir nichts zu essen. Der Körper kann sagen, du bist jetzt müde und kann die Müdigkeit machen, aber du sagst, nein, ich muss jetzt durcharbeiten, weil ich muss die Sache noch fertig machen. So, wir haben einen Widerspruch in uns. Und dieser Widerspruch führt immer zu Ungunsten der Zellen und zu Ungunsten des Lebens. Ja, das muss immer leiden drunter. Und dieser Widerspruch können wir nicht erklären, wenn wir nur Zellen sind. Sind wir nur Zellen, haben wir keine Möglichkeit,
weil die Zellen wollen immer leben, sie wollen, ja. So, deshalb brauchen wir die Gefühle, damit der Geist weiß, was die Zelle braucht, und die Gedanken brauchen wir, damit die Zelle gesteuert werden kann. Wir haben gesehen, dass Gedanken für die Zelle immer Befehle sind, Gefühle sind für den Geist nur Bitten. Gefühle können den Geist nicht zwingen, etwas zu tun, aber sie sagen ihm, was im Körper los ist, gut oder schlecht. Aber die Gefühle sind Bitten, weil sie sind Ausdruck der Zellen, und die Gedanken sind Befehle. Das heißt, wann immer wir etwas denken, wird in unserem Körper eine Reaktion ausgelöst. Ja, ganz egal, was wir tun. Gedanken macht immer im Körper eine Reaktion, weil Gedanken Befehle sind. Meine Hand kann nicht meinem Gedanken widerstehen, sie muss gehorchen. Ja? Und ich habe dann gestern Abend versucht zu zeigen, dass Gedanken für die Zellen Lebensenergie sind. Und das können wir anhand des Gehirns sehen. Das heißt, wir haben zwei Energieformen in uns Menschen. Wir haben die elektrische Energie und die chemische Energie, die Verbrennung, wie in einem Motor in der Zelle. Und die elektrische Energie, die ist der Beginn des Lebens. Das heißt, in der Hirnrinde kommt Elektrizität in die Chemiefabrik, dann wird Chemie produziert und dann zusammen wird dann der Mensch gesteuert. Ja? Und diese Elektrizität kommt von dem Denken. Der Geist denkt und Elektrizität findet im Gehirn statt. So wie der Wind die Windmühle dreht, so der Geist bewegt die Zellen. Die Zellen können sich selber nicht bewegen. Keine Zelle kann einen etwas tun, ohne dass der Geist ihr sagt, was sie tun. Ich könnte meine Hand nie bewegen ohne Geist. Wisst ihr das? Ja, so, weil der Geist alles tut. Leider sehen wir als die Wissenschaft sieht das Gehirn geistlos an, weil sie sagt, das Gehirn bewegt sich selbst. Das heißt, die Zellen machen den Strom, aber die Zellen benutzen den Strom, so sie können ihn nicht machen. Ja? So, sie benutzen den Strom, er wird in sie hineingelegt. Und das, da sind wir in der Medizin völlig falsch, weil wir dieses Grundgesetz der Energie vernachlässigen, dass wir wissen, die Gehirnrinde kann sich nicht bewegen, es sei denn, ein Geist bewegt sie. Aber wir sind auf der anderen Seite in der Medizin so klug, dass wir die Hirnströme messen. Ja? Ihr wisst, wir können die Hirnströme messen, weil es sind ja Ströme, es ist Energie, es ist Elektrizität. Und wann ist der Mensch als tot erklärt? Wenn keine Hirnströme mehr da sind, erklären wir einen Menschen als tot. Das heißt, der Geist macht keinen Strom mehr. Der Mensch denkt nicht mehr. So gibt es. Deshalb, aber dadurch, dass, wenn der Geist weg ist, gibt es immer noch ein bisschen Energie. Deshalb wachsen die Haare noch ein bisschen und Zellen tun noch ein bisschen was. Ein, zwei Tage, bis der Strom ganz aus ist, überall. Ja, weil er kommt ja von der Hirnrinde. So, das ist entscheidend, dass wir verstehen, dass wir einen Geist haben. Und dieser Geist ist das Organ, ich nenne das Organ, das wir in der Medizin vermissen, das wir gar nicht sehen, weil den Geist sieht man nicht. Ne? Wir sehen immer nur die Folge dessen, was der Geist tut. Und deshalb sind wir blind. Würden in der Medizin der Geist anerkannt werden als eigene Entität, das heißt nicht als Zelle, nicht als Atom, dann hätten wir die Antwort auf alle Fragen der Ursprung der Krankheit. Dann würden wir nicht uns die Frage stellen, ah, warum hat sie jetzt Brustkrebs gekriegt oder warum kam der Prostatakrebs oder warum kam das Ganze. Wir hätten genauestens eine Erklärung, warum das so gekommen ist. So, mit der Existenz des Geistes wissen wir, woher die Krankheit kommt. Weil in 90% weiß die Wissenschaft nicht, woher was kommt. Gehen Sie und fragen Sie irgendeinen Arzt, er wird immer nur spekuliert. Er wird Ihnen nicht sagen, dein Herzinfarkt kommt davon. Naja, wenn du geraucht hast, sagen, ah, der Rauch. Aber kann der Rauch das tun? Würde er nicht den ganzen Körper dazu bringen, diese Dinge zu machen?
So, der Rauch kann es nicht tun. Würde der Rauch es tun können, dann müsste er es ja, müssten alle, die den Herzinfarkt haben, Raucher sein. Aber wir haben viele Menschen, die haben nie geraucht und rauchen nicht und haben dennoch einen Herzinfarkt. So, das Ganze, deshalb ist die Medizin immer sehr zurückhaltend. Kein Arzt wird sich trauen und sagen, tu das und dann kriegst du keinen Herzinfarkt. Aber wenn wir wissen, woher der Herzinfarkt kommt, wenn wir wissen, dass er geistgesteuert ist, dann können wir ganz klar sagen, tu das nicht und du kriegst nie einen Herzinfarkt. Ist doch schön, oder? Ich habe durch diese Erkenntnis, wie der Geist funktioniert, wie Denken funktioniert auf den Körper, zumindest mental, die Angst vor der Krankheit verloren. Ich kämpfe noch mit manchen Vorinformationen, die ich habe. Ja, ich war zum Beispiel in diesem Jahr in Myanmar, in Asien, und dort gibt es ja Malaria und Dengue, was auch immer es gibt für komische Krankheiten. Und ich mache natürlich keine Prophylaxe, ich nehme keine Tabletten ein, ich gehe dahin. In meinem Kopf weiß ich, dass der Keim mir nichts tun kann. Ja, rein theoretisch. Aber seht ihr, ich bin ein Produkt der Medizin. Und ich habe Dinge gelernt. Und dann kommt dann so ein Fragezeichen, naja, wenn es doch anders ist. Ne? Wenn dich so eine Stechmücke jetzt sticht und ich sage, ich weiß theoretisch, wenn sie mich sticht und sie kann voller Malaria sein, es wird bei mir nichts passieren. Ja, werde keine Krankheit kriegen, weil der Keim kann nicht reinkommen. Schaut, die Leute leben dort. Ich hab dort die Leute anbetrachtet. Ich war gepanzert, ja, so. Ich hatte lange ärmelige Hemden. Ich hatte Socken an, ja. Und es ist wirklich heiß. Lange Hosen, ja. Und dann sehe ich die Leute, wie sie dort rumlaufen, ja, in solchen, natürlich Schlappen hat auch ich an, Schuhe sind dort nicht gut. Ich habe mir einen Anzug mitgenommen. Ich werde nächstes Jahr, gehen wir wieder dahin. Und ich werde sicherlich kein Sakko mehr mitnehmen. Und ich werde nicht zwei Paar Schuhe mitnehmen. Ich war vor 5 Jahren in Kambodscha und das muss ich irgendwie vergessen haben, dass man keine Schuhe dort braucht. Ja, alle laufen in Flipflops, ja. So, das ist viel zu heiß. Und dann sehe ich diese Kinder dort. Sie laufen halbnackig rum. Ja, sie haben nur diese Schlappen an und sie haben einen Rock an. Wir waren auf einer Schule und ich bin dort so ein bisschen man kann nicht weit in die Wälder hineingehen, weil es ja so dschungelartig ist, ja, und alles feucht. Und ich schütze mich vor jeder Schnarke, ja, und gucke rum. Und die Kinder laufen dort rum, sind zerstochen, man sieht es. Ja, ich schlafe im Hotel, da ist Klimaanlage und wir sprühen am Abend, dass ja kein Moskito irgendwo sich versteckt hat. Und diese Kinder in ihren Schlafzimmern, da ist alles offen. Ja, alles offen. Und die Schnaken wüten und sie haben doch nichts. Sie haben doch nichts. Und die Fälle, die ich gefunden habe mit Malaria, und Geschichten, ja, da gab es immer ein geistiges Ereignis davor, dass Malaria entstehen konnte. So, ich war im Kopf, wusste ich, dass nichts passieren kann, aber in der Realität habe ich es nicht geglaubt. Und so war ich, es ist ja nicht schlimm, sich zu schützen, ja, ich meine, ich hasse Mücken so oder so, diese Stechmücken nicht, ich mag sie nicht, ja, wenn sie so irgendwo an einem und es juckt, ja, da. Aber kann sie mir was antun oder nicht? Ist die Frage. Außer, dass sie mich sticht und ein bisschen juckt. Muss ich sie fürchten oder muss ich sie nicht fürchten? Und in meinem Kopf weiß ich, ich muss sie nicht fürchten, aber ich musste feststellen, ich fürchte mich trotzdem. Versteht ihr? Für mich war es eine große Hilfe zu sehen, wie Information, ja, gegenseitige Information, die du
in deinem Kopf beurteilen musst, dich unsicher macht. Ja, meine Kollegen und die anderen, die dort waren, wir waren ja 9, 10 Menschen, 10 Leute in der Gruppe, und zumindest mit denen, die ich gesprochen habe, die haben ihre Antimalaria-Mittel eingenommen. Ja, und sich geschützt. Ich habe gesagt, oh, ich würde meiner Leber das nie antun. Ja, aber ich habe gesagt, ich prüfe es hin. Und es ist so entscheidend, dass wir unsere Informationen festhalten. Und ich möchte nächstes Mal, das ist mein Ziel, wenn ich dahin gehe, ich möchte mich genauso fühlen wie die Einheimischen. Ja? Oh ja, dir gibt es eine Schnake, du machst die mal weg oder so. Aber du bist nicht mehr übervorsichtig. Ja, du denkst nicht jetzt, hoffentlich beißt mich nichts und in 3 Tagen geht das Flugzeug nach Hause. Ja, und ich komm hier weg und kann auch warten. Okay, ich muss mich nichts mehr fürchten. So, es ist so schlimm, aber wir müssen lernen, und das wollte ich sagen, diesen Gedanken, seitdem ich weiß, wie wichtig der Geist ist und was er tut an der Zelle und was möglich ist und nicht, habe ich die Angst vor so Krebs und Herzinfarkt und dem Ganzen, was die Welt plagt, und Zucker, Rheuma, Gelenksprobleme. Das habe ich alles verloren, weil ich weiß, das ist leicht zu bekämpfen, das kann ich verhindern. Aber ich habe noch ein bisschen das Problem mit den Keimen, aber das ist ein schwierigeres zum Angehen, weil wir sind ja alle so gelehrt worden, die Keime. Und ich muss sagen, in Rumänien, wo ich war, da sagen die Leute, im Wald spazieren zu gehen, ist eine Anmaßung. Ja, weil die könnte dich ja die Zecke beißen und dann kriegst du Lyme Disease. Und dann sagen wir, wir haben 5, 9 Fälle. Sag ich, woher wisst ihr, dass die Zecke das gemacht hat? Wer kann beweisen, dass die Zecke diese Krankheit macht? Wer kann es beweisen? Wer will mir den Beweis bringen? Wisst ihr, dass es niemand beweisen kann? Aber ich kann beweisen, dadurch, dass ich die Geschichte dieser Menschen durchgehe, dass die Zecke es nicht ist, sondern dass es ein Problem ist, das da ist im Leben, und der Keim ist nur sekundär. Nicht die Hauptursache, sondern die zweite Ursache. Bitte. Und was ist mit den Fällen, wie zum Beispiel in Europa war Jahrhunderte früher, weil Pest kommt und halb Europa war tot? Nun, genau. Die Pest ist ein gutes Beispiel für Ansteckung. Weil wie viele Menschen müssen die Pest überleben, um zu beweisen, dass die Pest nichts tun kann? Einer. Einer. Okay, einer muss überleben. So, wenn heute, ich war vor einem Jahr auf einem Ärztekongress, Gesundheitskongress, und in der Zeitung stand, der Bildzeitung, groß, dass man irgendwelche Gurken isst und dann hat man wie hieß der? Eheck, ja. Und so, und jetzt gehe ich, und wir sitzen dort im Restaurant unter Kollegen, und ich habe einen Kollegen, der sagt, ich habe meiner Frau versprochen, ich esse keinen Salat heute. Die Frau hat ja angerufen und gesagt, hey, ich habe die Nachricht gehört, bitte isst keinen Salat. Ja, warum nicht? Und ich habe schon natürlich, ich bin ein gläubiger Mensch, so ich bin zu Gott gesagt, sagt, Herr, kann ich den Salat essen oder ist irgendwas Schlimmes an dem Salat? Und ich habe den Eindruck gehabt, es ist nichts Schlimmes am Salat, ich kann ihn ruhig essen, er kann mir nicht schaden. Sicherlich, wenn Gift da drin ist, ist das nicht gut, aber die Hysterie einer Angst macht unheimlich krank, weil du kriegst am anderen Tag Durchfall von deiner Angst und dann gehst du und hast ein Eheck, ja, oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob ihr dieses, es gab so ein Cartoon über die Pest, der sagt, da ist die Angst, der Pesterreger und die Angst. Und der Pesterreger sagt, ich habe 2 Patienten oder 2 Menschen umgebracht. Und der Angst sagt, ich habe 100. Ja? Weil es ist nur eine Frage der Fähigkeit meines Körpers und nicht des Pesterregers. Ja? Wenn einer überlebt, beweist es, dass der Pesterreger nicht die Macht hat. Sonst müsste alle wegputzen.
Aber es haben mitten in der Pest die Leute, die sie alle abgetransportiert haben und haben sie begraben. Sie haben nichts gekriegt. Viele Kinder sind übrig geblieben. Eltern sind gestorben, Kinder sind übrig geblieben. Das hat man hat damals dann, ja, kennt ihr vielleicht die Geschichte von Georg Müller, der hat dann diese Altenheime gegründet. Waisenheime, wegen diesen Sachen. So, ja, die Erreger und der Pesterreger hat eine Folge, er macht irgendwelche Toxine, ja, die den Körper töten. Aber wie kann denn das Toxin, wie kann der Keim überhaupt in mir wachsen, wenn er keinen Raum findet? Ja, so deshalb sind wir, der Wirt ist das Problem, nicht der Keim. Schaut, wir haben, und das ist das Schöne, es gibt hin und wieder so Experimente, die wir machen, aber ich komme jetzt zum Thema ab, nämlich mit Keimen. Man hat den hochresistenten Staphylococcus aureus genommen und hat ihn getan auf Blutproben, auf Tier- und Menschenblut. Und das Erste, was man festgestellt hat, ist, dass auf Tierblut wächst er nicht. Also Tiere sind ziemlich immun gegen den Staphylococcus aureus. Und dann hat man aber auf mehrere Menschenblut den Keim gelegt. Und der Keim erstaunlicherweise wächst nicht auf jedem Menschenblut. So, an wem liegt es, dass der Keim wächst oder nicht? Ihr seid ja keine, wir können ja das alles überlegen, oder? An wem liegt es? Am Keim oder an dem Blut? Oh, absolut. Das Blut ist das, was den Keim am Leben erhält. So, der Keim selbst ist es nicht alleine. Ja, wenn wir die Fälle von Diphtherie nehmen. Wieso kommt auf die Mandel der Keim? Ja, der Keim macht dann Toxine. Ja, weil jede Zelle muss etwas produzieren. Und die Keime produzieren ein Toxin. Das Toxin geht und attackiert oder greift dann den Herzmuskel an. So, das hat Folgen. Das ist eine Kette von Reaktionen. Aber wo ist der Anfang dieser Reaktion? Ich habe große Angst gehabt vor Diphtherie, aber irgendeine Nacht hatte ich Nachtdienst und mitten in der Nacht um 3 kam eine junge Frau und sagte, sie hat Halsschmerzen. Ich sagte, okay. Sie war eine Medizinstudentin. Und sie hat mich um 3 Uhr geweckt und ich gucke in den Hals und sie hat natürlich nichts gehabt im Hals. Und dann sage ich, ja, was ist denn passiert? Sagt sie, ah, ich war gestern und hatte einen Kurs und wir haben uns Diphtherie-Patienten angeguckt. und dann kriegt man die Halsschmerzen. Und ich kann euch sagen, von mir, ich habe, als ich den Blinddarm gelernt habe, wie gefährlich er ist, das war am Vormittag, und ich bin dann Mitternacht um 12 war ich in der Notfallaufnahme mit Blinddarmschmerzen. Ja? Und nach 2 Tagen hin und her haben die gesagt, na ja, ich war privat versichert, ist doch besser, wir holen ihn raus, dann hat er Ruhe. So haben sie mir den Blinddarm entfernt. Obwohl ich bis heute überzeugt bin, es war nicht nötig. Ja? So, wir dürfen nicht vergessen, der Geist ist das, was das Leben lenkt. So, die Keime sind für mich ganz klar sekundär. Ich habe einen Löwen zu fürchten, aber keine Zecke. Ich mag vor einem Hundebiss mich fürchten, aber nicht vor einer Schnake und Stechmück. Ja? Weil diese Furcht ist eine unberechenbare, eine, die, von der ich frei sein kann. Aber es kostet eine Zeit lang, bis man das lernt. Ja? Und ich möchte euch nicht überfordern, es kostet eine Zeit lang, bis man der Information traut, die man hat. Und ich werde nächstes Jahr das experimentieren. Ich möchte nächstes Jahr dahin gehen und mich genauso wohlfühlen wie hier. Ja? Ohne ständig in der Angst zu leben, es könnte ja mich eine Schnake beißen. Ich werde den Biss nicht lieben lernen, mein Leben lang nicht. Aber ich werde ihn nicht mehr in meinem Geist fürchten. Weil es nimmt mir Lebensfreude. Und Lebensenergie, ja, weg. Wer Angst kennt, der weiß, wie schlimm Angst ist. Okay, so der Geist. Der Geist ist die Lebensenergie, weil alles, was wir tun, entsteht und kommt vom Geiste.
Wir können weder essen noch trinken ohne den Geist. Er muss die Entscheidung treffen, ob wir essen oder trinken. Seid ihr einverstanden? Oder glaubt ihr, eure Zellen treffen die Entscheidung? Wenn eure Zellen Entscheidungen treffen könnten, brauchten wir nie das Gefühl Durst oder Hunger oder Schwitzen oder Frieren, weil die Zelle macht das, ja? Und was tue ich? Nicht? Ich würde mich jetzt auch gerne ausziehen, aber ich bin verkabelt, so bleibe ich so. Weil es warm ist hier drin. Vielleicht können wir noch eine Tür aufmachen. Und mein Körper meldet Hitze, ja? Und er will ja dadurch von der Hitze befreit werden. Und ich finde es ja gut, dass er es meldet. Aber kann der Körper sich selber, ja, gut, er wirft eine Menge von Wasser ab, ja, und versucht hier zu helfen, aber irgendwann mal ist sein Wasser alle, okay, und dann steht er da und ist in der Not. So, alles, was wir im Leben tun, hängt von unserem Geist ab, hängt von unseren Informationen. Deshalb kamen wir gestern Abend zum Schluss zu den Tätigkeiten. Wir müssen atmen, damit Sauerstoff über die Lunge ins Blut kommt. Wir müssen trinken, damit Wasser über den Magen ins Blut kommt und so weiter. Und wir müssen denken, damit wir am Leben bleiben. So, denken ist ganz, ganz wichtig. Wer denkt, dass Nichtdenken gut ist, der hat es nicht verstanden. Und die Entspannungen, die manche Leute lernen zu tun, ist, dass sie nicht denken. Das ist nicht klug. Sie machen Krankheit. Ich habe solche Fälle, wo Nichtdenken krank macht. Ich muss denken, aber ich muss so denken, dass es richtig ist. Weil schaut, müssen wir atmen und das Richtige atmen? Oder können wir sagen, wir atmen, was wir wollen? Können wir oder nicht? Nur wir müssen das Richtige atmen. Wir können atmen, was wir wollen, aber vielleicht nur einmal. Und dann ist es vorbei. So, wir können trinken, was wir wollen, aber kann die Zelle sagen, naja, du kannst mir Salzwasser geben und ich werde überleben? Nein. So, wir müssen uns an die Nahrung halten. Wir können nicht Steine in uns oder Sand oder nur Gras essen. Versucht es mal. Ja, ihr werdet sehen, der Körper wird sich melden und sagen, hallo, ich, Minusenergie. Ja, deshalb, diese Dinge sind alle vorgegeben. Keiner kann sie ändern. Deshalb, wenn es vorgegeben ist, was ich atmen muss, was ich trinken muss, was ich essen muss, wie viel Wärme ich habe, 37 Grad, auf wie viel ich mich kühlen muss, wann ich schlafen soll, wie viel Sonne ich brauche, dann ist es doch selbstverständlich, dass Denken auch geregelt sein muss gegenüber der Zelle. So, Denken ist nicht frei, weil die Zelle vom Denken abhängig ist. Der Geist kann zwar denken, was er will, sage ich mal, aber die Zelle kann nicht alles von diesem Denken ertragen. Deshalb meldet sie sich, wenn wir nicht richtig denken. So, und jetzt fange ich den heutigen Abend Vortrag an und hoffe, dass wir noch zu der Basis kommen. Wo liegt der Gedankenfehler? Ja, weil wenn 90% unserer Krankheiten aus dem Denken kommen, dann muss es ja ein Denkfehler sein. Ich sage, Denkfehler ist das, was mich krank macht. Weil will der Geist falsch denken? Ja oder nein? Wollt ihr was Falsches tun? Sicherlich nicht. Keiner will krank sein. Aber er weiß es nicht, dass er sich selber die Krankheit tut, weil er nicht so denkt, dass es zellgerecht ist. Nicht so denkt, dass es zellgerecht ist. Und so habe ich angefangen, herauszufinden, wo das Problem im Denken liegt. Und ich habe 2006, erst im August, ich habe 2004 meine Praxis begonnen, im April, und im August 2006 habe ich das erste Mal gesagt, die Zelle braucht Liebe als Grundbedürfnis, weil ich gemerkt habe, die Menschen haben alles andere in Hülle und Fülle, aber ihre Liebe oder ihre Gedanken haben ein Problem. Sie haben irgendwas, wo sie leiden drunter. Und dann hat das sich nach und nach gewachsen, bis ich dann ja, den Geist entdeckt habe, obwohl es ja selbstverständlich sein sollte. Und dann kam ich, und Ende 2007 habe ich das Problem entdeckt, wo der Ursprung des schlimmen Denkens ist. Was ich schon davor gemerkt habe, und das liegt an der Oberfläche,
Und ich erkläre euch zuerst die Oberfläche und dann erkläre ich die Basis, woher es kommt. Es gibt, wisst ihr, wie viele Gedanken, vermutet ihr, sind für den Menschen schädlich, wie die mich noch nicht gehört haben? Wie viel Gedanken? Ja, nein, ja, so viel oder wenig? Zu viel oder zu wenig? Nun, wir denken, dass es an der Menge der Gedanken liegt. Aber wir werden sehen, es liegt immer nur an einer Geschichte. Das war eines meiner Sachen, wo ich dachte, das kann es doch nicht geben, das ist nur ein Gedanke. Aber ich erkläre euch zuerst die Idee und dann den Gedanken. So, was ich herausgefunden habe, im Denken aller Menschen immer identisch ist, wo ich das Problem immer finde, ganz egal, was der Mensch hat, wenn es nicht durch andere Dinge entstanden ist, durch Unfälle oder sowas, ich weiß ganz genau die Kreuzung, ganz genau den Punkt, dort finde ich es immer. Und dieses Problem entsteht an der Oberfläche. An der Oberfläche sieht es so aus. Und ich mache das in zwei, wieder mit einem Bild, weil ich denke, ein Bild, das kann uns lehren. Wir nehmen die Nahrung. Und die Nahrung hat einen Behälter. Das ist der Magen. Ja, wir haben ja gesehen, das Organ, das zuständig ist, dass die Dinge in den Körper kommen. Und dann haben wir die Liebe, die etwas Geistiges ist, also über Gedanken kommt. Und wir haben einen Behälter für die Liebe. Das nennen wir wie? Wir nennen das Herz oder Willen. Damit wir nicht auf die Idee kommen, dass es die Pumpe ist. Unsere Pumpe hat keine, wie soll ich sagen, Liebesfähigkeit. Es geht um den Ort, wo Geist und Körper sich treffen. Wir werden ja sehen. Aber es geht um diese zwei Tanks, wenn ich das so nehmen kann. Ja, so Eintrittspforten. So, wer ist zuständig? Das ist die Hauptfrage, die wir uns stellen. Wer muss füllen? Wer muss die Tanks füllen? Und wir fangen an beim Essen. Wer muss ihren Magen füllen? Der Körper braucht... Wer füllt den Magen? Ich oder Sie? Wer füllt Ihren Magen? Ja, jeder füllt seinen Magen selbst, oder? Oder wer füllt beim Kleinkind den Magen? Hallo. Wer füllt beim Kleinkind den Magen? Also das Kind selbst. Oder ist es nicht selbst? Ich gebe ihm nur dazu. Aber können wir fürs Kind essen? Natürlich nicht. Nur das Kind ist nicht verantwortlich, für was es isst. Aber auch das Kind füttert sich zu 100%. Ja? Es atmet für sich zu 100%. So. Deshalb, die Gesetze sind ganz klar. Nur die Verantwortung liegt nicht beim Kind, was es trinkt und was es atmet, sondern das liegt bei den... So. So, sie füttern sich selbst. Sie füllen ihren Magen. Zu wie viel Prozent? Zu 100%, okay? Durch die Tätigkeit... Essen. Das ist für alle Menschen klar. Wir haben es ja schon auf der Liste gehabt. Aber jetzt, wer muss ihren Liebestank füllen? Wer ist dafür zuständig? Mein Mann. Der Mann, nicht? Oder die Frau. Ja? Oder so. Schaut jeder Mensch, ganz egal, was, wenn ihr mir hier folgen würdet, und manche sind bei mir in der Praxis schlau, die sagen, ich. Und dann sage ich, zu wie viel Prozent? Und dann sagen sie, zu 100%, sage ich, wunderbar, die müssten gesund sein. Weil das stimmt. Ja? Aber auch der zu 100% sagt, dann frage ich, ja, was müssen sie denn tun, damit sie einen vollen Liebestank haben? Oh, das wird schwierig. Dabei ist doch ganz einfach, oder? Was muss ich tun?
damit ich einen vollen Liebestank habe. Nun, wir können sagen lieben, okay? Weil es ist so wie Essen, die Liebe muss ja, ja, Nahrung essen wir, Liebe lieben wir, so. Aber jeder Mensch, ganz egal, was er mir hier sagt, hat ein großes Problem. Er ist nämlich überzeugt in seinem tiefsten Inneren, dass die Liebe von jemand anders ihm gegeben werden muss. Und zwar jeder will geliebt werden. Oder will jemand hier so wie ich nicht geliebt werden? Sagt jemand, oh, ich bin super glücklich, wenn ich nicht geliebt werde. Na? Wir alle wollen geliebt werden, oder? Ich habe noch keinen gefunden, der nicht geliebt werden will. Ja? Aber was kann man mit geliebt werden tun? Ich frage jetzt mal, wenn geliebt werden mein Tank füllt, wer muss das tun? Kann ich mir geliebt werden geben? Kann ich mir geliebt werden geben? Ja oder nein? Ja, so das geliebt werden ist immer die Tat von wem? Die Tat eines anderen. So, Tat anderer. So. Und durch diese Idee, die wir alle haben, was andere tun, ist für uns wichtig oder unwichtig? Was wichtig, nicht? Besonders wenn es die betrifft, die uns lieben sollen, nicht? Schau, das ist so interessant, wenn ich mit Patienten über die Liebe spreche und ich sage, was halten Sie von der Liebe? Ist die Liebe geben oder bekommen? Wisst ihr, was jeder Patient antwortet? Was würden wir sagen? Was ist die Liebe? Ist die Liebe... Jeder sagt geben. Geben und nehmen. Oh, alle sind sich überzeugt, dass die Liebe nicht etwas ist, was man bekommt, sondern alle sind sich überzeugt, die Liebe ist geben. Die Liebe ist Hingabe. Ja, die Liebe ist Hingabe. Ja? So. Aber wenn ich Sie frage, wer muss den Tank füllen, sagen Sie, die anderen. Nicht? Und so ist es auch selbstverständlich, wenn meine Frau mir meinen Tank füllen muss und Liebe geben ist, dann was muss meine Frau tun? Sie muss mir geben. Jeder muss die andere ausfüllen. Ja, so. So denkt der Mensch. So leben wir genau in dieser furchtbaren Abhängigkeit. Das bin ich oder sie. Und was haben wir zuerst, was wir lieben? Das ist eine Mutter. Vielleicht haben wir noch einen Vater. Dann haben wir Geschwister. Dann haben wir vielleicht Freund, Mann, Hund, Katze, was auch immer wir haben. Ja? Wir haben eine Beziehung zu diesen, oder? Und jetzt frage ich jetzt mal so ganz ein bisschen provokativ. Braucht ein 20-Jähriger noch eine Mama, wenn er normal ist? Vielleicht zum Kochen. Und Wäsche waschen. Und bügeln. Ich liebe es, wenn meine Mutter vorbeikommt und dann macht sie den Lieblingskuchen oder was immer sie macht. Ja? Ist doch schön, oder nicht? Nichts dagegen einzuwenden. Das große Problem ist nur, wenn ich denke, ich brauche die Mama, dass sie mich liebt. Ja? Weil würden wir abhängig sein voneinander für die Dinge, die wir selber nicht tun können? Ja? Das heißt, ich brauche jemanden, der mein Auto repariert, ich brauche jemanden, der... Ich kann nicht gut bügeln, also lasse ich die anderen bügeln. Das sind die Dinge, die ich sage, okay, damit können wir in Abhängigkeit sein. Weil es ist ja kein Lebensinhalt. Wisst ihr, du hast mir jemand die Wäsche bügelt, ist kein Lebensinhalt. Das kann... Wie viele können das tun? Alle. Es ist X. Ja? Aber wie ist es mit der Liebe?
Da denken wir, das müssen nur gewisse Personen sein. Und so leben wir in einem Abhängigkeitsverhältnis, nicht ein normales Abhängigkeitsverhältnis für das, was wir nicht können, sondern wir leben in einem Abhängigkeitsverhältnis aus Liebe. Wir sehen, dass der Dienst der Bügelwäsche ein Liebesdienst ist. Ja? Und wenn er nicht gemacht wird, sehe ich mich nicht geliebt. Oder, ja? So wir interpretieren es von der falschen Seite. Und so lebt der Mensch in diesem, ich sage, furchtbaren Abhängigkeitsverhältnis, wo nicht mehr zählt, was ich tue, sondern wo zählt, was die anderen tun und wie es den anderen geht. Und ich sage euch dies, hier liegt der Prozess, den ich beweisen will, und wer hier aufgepasst hat, der weiß ganz genau, dass das hier nicht funktionieren kann. Wir müssen verstehen, wenn der Geist wenn Sauerstoff über meine Lunge ins Blut kommt, durch mein Atmen, dann wie viel Liebe kann hineinkommen durch das, was ein anderer tut, wenn mein Geist durch Denken die Liebe in meinen Körper bringt? Wie viel können andere tun dafür? Absolut nicht. Es ist ja alles nur mein. Seht ihr, diese Tätigkeiten sind wessen Tätigkeiten? Meine eigene. Aber es ist doch komisch, wenn der Geist denkt, jemand anders muss ihn füttern, oder? Es ist total absurd. Es ist nicht nur absurd, es ist technisch gar nicht möglich. Wisst ihr, dass zu glauben, dass jemand dich liebt, ist nur ein Glauben? Könnt ihr es je beweisen? Ja oder nein? Wir können in keinen reingucken. Und ich kann euch Geschichten erzählen von Patienten, die lange Jahre verheiratet waren mit ihren Partnern, aber der Partner weiß nicht, dass sie nur zweite Wahl sind. Weil sie haben es nie ausgedrückt. Und würdet ihr gerne zweite Wahl sein? Ja oder nein? Wir wollen alle erste Wahl sein. Ja? So. Wir haben keine Ahnung, was der andere denkt, glaubt mir. Wir haben keine Ahnung, was in einem anderen ist. Dass wir denken, wir sind geliebt, muss ein reiner Glaube sein. Es ist eine reine Illusion. Weil wir wissen es nicht. Deshalb zählt es auch nicht, was der andere tut. Es zählt wirklich nicht. Für unsere Krankheiten sind die anderen, es sei denn, sie schlagen uns oder vergiften uns, was auch immer, nicht verantwortlich. Wir sind es selbst, weil unser Geist denkt, das, was andere tun, ist entscheidend. Nicht, was er tut, ist entscheidend. Damit ist seine ganze Fixation worauf gerichtet? Absoluter Wandel. Geht in ein Eheproblem. Worüber spricht der Geschlagene? Über seine Fehler oder über den anderen und über Fehler des anderen? Sind immer die anderen. So, entscheidend, dass wir verstehen, die Idee, dass jemand für uns denken könnte, ist absurd. Sie ist technisch völlig unmöglich. Genauso unmöglich, dass jemand essen kann für uns, jemand atmen kann für uns, jemand trinken kann für uns, ist technisch nicht möglich, so gibt auch Denken, ist es nicht möglich. Aber in der Psychologie und in allen Lehren sagen wir, geliebt werden ist wichtig. Nicht? Wir sagen das. Die Kinder müssen geliebt werden, dass es ihnen gut geht, nicht? Ja, das feiern wir auch jeder Muttertag. Genau. Aber das Problem ist, dass wir nicht die Physiologie kennen. Ja? Dass, wie das Kind lebt von der Liebe. Ich werde Ende des Jahres in einem anderen Ort sein, wo ich das erste Mal über dieses Verhältnis, das ist ein sehr, nicht schwieriges, das aber sehr, ich muss es sehr feinfühlig machen, dass ich zeige, wie das Kind lebt. Dass nicht abhängig ist, wie die Mutter sich zu ihm verhält, sondern was die Mutter inwendig ist. Aber das müssen wir wissen, wie holt sich das Kind oder wird es gefüttert. Und ihr werdet sehen, das Gesetz des Lebens sagt ganz deutlich, dass niemand den anderen füttern kann.
Das heißt, niemand kann für den anderen denken. So, es ist nicht das Geliebtwerden, was uns am Leben erhält, sondern etwas völlig anderes, nämlich, dass wir lieben können. Auf jeden Fall kommen wir zurück zu unserer Abhängigkeit. Wie habe ich diese Dinge entdeckt? Ich bin ja wie ein kleiner Schüler in meiner Praxis. Und ich hatte eines Tages eine Patientin, die kam mit starken Kopfschmerzen. Und ich gebe dieses Beispiel, weil es hat wirklich mich geprägt, dieses Beispiel. Es ist ein ganz einfaches. Sie hat schon 14 Tage Kopfschmerzen, ganz stark hier vorne. Und ich war damals am Anfang, ich habe gedacht, naja, vielleicht hat sie eine Hirnblutung oder einen Hirntumor und vielleicht übersehen wir es, oder weil sie hatte schon Medikamente genommen und es half nichts. Und so habe ich sie zum CT geschickt, am selben Tag, notfallmäßig. Sie kam am selben Tag zurück. Und als sie zurückkam, die Bilder waren alle einwandfrei. Sie hatte keinen Tumor, keine Nebenhöhlenentzündung, aber sie hatte furchtbar starke Kopfschmerzen. So, was mache ich jetzt mit ihr? Eins auf den Kopf hat sie nicht gekriegt vor 14 Tagen. So, woher kommt der Schmerz? Wir wissen, der Schmerz kommt aus dem limbischen System, wird hoch an die Hirnrinde geschickt. Und er ist so, wie wenn man die Hand auf den Ofen tut und sich verbrennt. Ja? So. Und jetzt muss ich mich natürlich fragen, woher kommt der Schmerz? Die Zelle kann es sich ja nicht tun, damals wusste ich das aber noch nicht. So habe ich einfach blind gefragt, was ist passiert vor 14 Tagen? Ja, einfach so. Wenn wir Ärzte das tun würden, was ist passiert vor 14 Tagen oder vor einer Woche oder so, dann würden wir vieles erfahren, was wir gar nicht fragen. So, dann sagt sie mir, vor 14 Tagen hat sie erfahren, das ist eine kleine geistige Geschichte, dass ihr Freund fremdgegangen ist. Sie war so Anfang 30 und sie hatte ihre Heimat aufgegeben, ziemlich weit weg vom Süden, und kam also vom Norden in den Süden, hat dort Vater und Eltern zurückgelassen wegen diesem Kerl, hat alles aufgegeben, und jetzt nach einem Jahr findet sie raus, er betrügt sie. Ist doch eine Geschichte, die wir alle nachvollziehen können, oder? Die Frage ist, warum hat sie Kopfschmerzen? Wer macht ihr die Kopfschmerzen? Weil sie passen zum Ereignis. Bevor sie den Kopfschmerz hatte, hat sie eine Sache erfahren. Freund ist fremdgegangen. Warum hat sie Kopfschmerzen? Die Gedanken machen die Kopfschmerzen. So, jetzt müssen wir verstehen, was hat die Frau vorher gedacht? So, bevor sie Kopfschmerzen hatte, wie hat sie über den Mann gedacht? Liebevoll. Warum hat sie liebevoll über ihn gedacht? Weil sie dachte, er liebt sie. Nicht? Das heißt, wer hat bestimmt ihre liebevollen Gedanken? Der andere. Weil sie dachte, er liebt mich, also liebe ihn auch. Und wenn man liebt, wie fühlt man sich? Es kann keiner, der liebt, sich schlecht fühlen. Probiert es mal aus. Probiert mal aus und denkt liebevoll über irgendjemanden. Und guckt, wie euer Körper reagiert. Guckt, ob ihr ein schlechtes Gefühl bekommt oder ob eure Gefühle sehr gut sind. Je liebevoller ihr an jemanden denkt, umso besser werden die Gefühle. Einverstanden? Oder nicht? Bin ich der Einzige? Okay. So ist es. So, sie hat liebevoll gedacht. Das heißt, der Strom, der hier der Geist produziert hat und ankam am limbischen System, der hat hier Endorphine und Dopamin ausgeschüttet. Die sind dann hochgegangen zur Hirnrinde und haben ein Gefühl gemacht im Geist, wo super ist. Also, der Körper sagt, Geist, Liebe, und dann geht es dir gut. Ich mache dir kein schlechtes Gefühl als Körper. Aber der Geist ist ja in einer Situation, wo er denkt, er liebt nur dann, wenn er auch geliebt werden muss, weil er denkt ja, der andere füttert mich durch seine Liebe. So, das heißt, solange jemand lieb hat, den anderen,
geht es ihm gut. Aber ihr seht, das Gutgehen ist, weil sie lieb hat. Aber sie glaubt halt natürlich, es ist, weil er sie lieb hat. Deshalb hat sie ihn auch lieb. Aber jetzt kommt die Information. Er tut etwas. Und jetzt, was ändert sich, der Mann oder sie? Sie. Sie ändert sich. Und schaut, es ist doch so phänomenal. In dem Moment, wo sie ihre Gedanken ändert, was für Gedanken hat sie jetzt? So, sie hat nicht ganz liebevolle. Sie hat weder zu dem, deshalb hat sie auf beiden Seiten, sie hat weder zu der Freundin des Mannes oder zu der, die hat sie ja jetzt im Kopf, die hasst sie ja, oder? Und dann hasst sie ihn, so beidseits starke Kopfschmerzen. Und sie stoppt hier den richtigen Stromfluss, wenn man so will. Den macht sie mit ihrem Geist. Und was macht der Körper? Er schreit auf, wie wenn sie sich verbrennen würde. Stellt euch vor, ihr esst nicht mehr. Meldet sich dann euer Körper? Ja oder nein? Ja. Absolut. Stellt euch vor, ihr trinkt nicht mehr oder ihr versucht, den Atem anzuhalten. Meldet sich der Körper oder nicht? Er meldet sich. So, in dem Moment, wo der Geist nicht mehr lieb hat, meldet sich der Körper sofort. Weil er ist abhängig von der Liebe des Geistes. Aber der Geist muss jemanden lieb haben, damit es dem Körper gut geht. Und so meldet sich der Körper. Und ich kann euch sagen, das ist immer der Prozess bei der Entstehung jeder Krankheit. Es ist, wenn ich hier mein Denken ändere, dann bekomme ich zunächst schlechte Gefühle. Und sie hat ja jetzt keine großen, sie hat ja nur Kopfschmerzen. Wisst ihr, Kopfschmerz ist ein Akutgeschehen. Ja, meistens, nicht immer. Es gibt auch jahrelange Kopfschmerzen, die immer wieder auftreten. Aber Kopfschmerzen ist häufig ein Akutgeschehen. So, jetzt hat sie Kopfschmerzen. Der Kopfschmerz mag eines Tages verschwinden. Aber dann hat sie vielleicht Magengeschwür. Oder dann hat sie vielleicht den Rücken. Plötzlich springt die Bandscheibe weg. Oder, ja, so aus dem Nichts? Nein. Ich habe einen Patienten, auch der ist ein, in meinen Vorträgen immer ein Star, weil er, und ich möchte euch das beweisen, dass die Tat des anderen nichts tun kann, dem Menschen, wenn der Mensch es nicht weiß. Ja, der hat eine Frau, da erfährt er nach 20 Jahren, dass sie noch einen Mann hat. Ja, wie würdet ihr handeln? So, ihr seid 20 Jahre, nicht so. Und dann habt ihr drei Kinder. Und er fährt das mittlere Kind? Ist nicht sein. Würde ich sagen, naja, wunderbar. Was macht der Mann? Was würdet ihr tun? No, zu Rede stellen, was sollst du zu Rede stellen? 20 Jahre. Und sie hat es ja gut verheimlichen können, oder? Ja, wahrscheinlich war er noch nicht viel zu Hause, wie auch immer. Aber es ist da. Und solange er nicht wusste, was war da in ihm? Weil ich nicht weiß. Mich nicht heiß. So. Er war also liebevoll zu seiner Frau, weil er dachte, sie ist so, wie sie ist. Und hat seine Söhne lieb gehabt, weil er gedacht, sie sind alle sein. Aber jetzt kommt die Information an seinen Geist. Wisst ihr, die Zellen wissen nicht, was wir denken. Erst nachdem wir denken, wissen sie es, ob es richtiger Strom war oder schlechter. So, es kommt an ihn heran und siehe da, er liebt sie nicht mehr. Er ändert sein Denken gegenüber dem mittleren Sohn und sagt, ha, du bist doch nicht mein. Und dann kommt der Körper und innerhalb von 6 Jahren entwickelt er eine tiefe Depression, muss psychiatrisch behandelt werden, damit er überlebt. Und dann bekommt er einen Tinnitus links, mit dem er dann zu mir als Heino-Arzt kommt. Und so erfahre ich die Geschichte. Aber die Tat der Frau hat ihn nicht krank gemacht. Genauso wenig wie die Tat, das Fremdgehen des anderen ihn krank gemacht hat. Sondern wer macht mich krank? Meine Gedanken. Ihr seht, kann mir jemand meine Gedanken lenken? Bin ich frei oder unfrei?
Wenn mir jemand meine Gedanken lenken kann, bin ich unfrei. Das heißt, wenn ich denke, das, was ich denke, ist wichtig von dem, was meine Frau tut. Oh, ich denke es leider immer noch manchmal. Dann bin ich völliger Gefangener von ihr. Weil sie macht etwas und wer sticht dich das Messer hinein? Ich mir. Jedes Mal, wenn ich mich ärgere auf meine Frau, kriege ich was. Ja, entweder kommt Herpes raus oder Rücken oder Magen. Kommt immer was. Aber ich bin auch dafür froh, dass es kommt. Weil das sagt mir, hallo Geist, du bist nicht ganz richtig. Deine Art und Weise muss sich ändern. Weil können wir etwas für das, was der andere tut? Ja oder nein? Wir können doch nichts verändern. Und es ist auch gut, dass wir nichts können. Ich finde es so gut, dass niemand über anderen herrschen kann. Aber leider können wir herrschen, wenn ich jemanden am Haken habe. Ja? Dann kann ich über andere herrschen, dann kann ich bestimmen. Ich kann meine Frau sagen, wenn du nicht in 3 Tagen das machst, dann... Und die Frau wird es genau machen. Wisst ihr warum? Weil sie Angst hat. Sie verliert ihre Liebesquelle. Nicht? Gibt sie ja dann niemand mehr. So, deshalb gibt es Manipulation, deshalb gibt es Beherrschen, weil unser Geist eine Fehlinformation hat. Die ist so dumm und so falsch, wie sie nur falsch sein kann. Geliebt werden ist nichts. Geliebt werden hilft niemandem nichts. Nur lieben hilft meinem Körper. Ich mag durch dem, dass ich jemanden liebe oder dass man sieht, dass ich liebevoll handle, mag ich jemanden ermutigen zu lieben. Aber glaubt mir, wenn geliebt werden uns helfen würde, dann würden wir alle gesund sein, weil wir haben jemanden, der uns unendlich liebt und wir sind es trotzdem nicht. Weil es nicht darauf anhängt, ob mich jemand liebt, sondern es hängt darauf ab, nur das, was mein Geist tut. Und mein Geist muss immer lieben. Wenn er immer liebevoll ist, gegenüber Frau, Kind, Hund, Katze, was auch immer, wie wird es meinem Körper geben? Immer gut. Und jetzt ist die Frage, können wir das? Ich kann es mir nicht vorstellen. Wie wäre das wert, zum Beispiel in meiner Welt, wenn ich jede geliebt hätte, echt, in echt, dann könnte jedermann mein Mann sein. Egal wer es ist, kann mein Mann sein, weil ich einfach Liebe habe. Und egal was der andere sagt und wie er aussieht, eigentlich es ist vollkommen egal, wer mein Mann ist, weil eigentlich ich habe die Liebe, er hat auch die Liebe, jeder Mensch hat die Liebe und dann es ist alles ist gut. Oder wieso, dass man eigentlich in der Tat irgendwie... Ja, das ist ja schön und wir sehen, wir machen ja wiederum einen Fehler im Denken. Ja? Weil automatisch habe ich den Mann als was? Als Liebesquelle. Deshalb denken wir so. Die Beziehung zwischen Mann und Frau ist eine Wahlbeziehung. Und ich beschreibe sie so, es müssen 2 zusammen sein, die eins sind, die sich verstehen. Ja, ich verstehe. Aber wisst ihr, es kommen 2 zusammen, die wollen geladen werden. Gegenseitig. Und hier entstehen die Probleme. Würde ich jetzt mir einen Partner suchen, um einen Partner zu haben, weil ich zum Beispiel Kinder alleine nicht machen kann. Und weil ich mit jemandem durchs Leben gehen möchte, den ich lieben will. Nicht, weil er mich liebt, sondern weil wir zusammenpassen und weil ich das so will. Ja, so denke ich, ist die Partnerschaft gedacht. Aber wir denken, die Partnerschaft ist zum gegenseitigen Laden. Deshalb gibt es Streit. Es gäbe nie Streit in einer Partnerschaft, wo ich mich nicht laden möchte mit meiner Frau. Okay? Aber dann jetzt, ich habe eine Antwort bekommen. Damit ich suche meine Partner aus, wer ich lieben möchte. Genau. Also mit dem ich das Leben verbringen möchte. Lieben müssen wir alle Menschen.
Alle, die in deine Gegenwart kommen, müssen wir lieben, weil wenn wir sie nicht lieben, zerstören wir uns selbst. Aber wir können nicht mit jedem Partner sein. Wir gehen nicht mit jedem durchs Leben. Ja? Die Partnerschaft ist eine Beziehung. Wir dürfen Beziehung und Liebe nicht durcheinander bringen. Ja? So, es ist eine spezielle Beziehung, die Partnerschaft. Wir sollten nicht mit jedem Partner sein. Ja? Das ist ja, speziell gemacht. Nur, Lieben ist eine Tätigkeit des Geistes, ist eine Einstellung dem anderen gegenüber, die immer das Interesse des anderen sucht, nicht meines. Aber dahin kommen wir noch. Ich wollte nur das Gesetz zeigen der Zelle. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Wenn ihr jemanden nicht lieb habt, wie fühlt ihr euch? Gut oder schlecht? Schlecht. Die Zelle sagt euch, ob das, was der Geist tut, richtig ist. Schaut, ich nehme mich sehr stark nach meinem Körper, weil er weiß sofort, ob der Geist richtig tickt, ob er es richtig denkt oder falsch. Weil der Körper kann nicht anders. Gedanken sind Befehle. So ein schlechtes Gefühl muss von einem Gedanken kommen, der kein gutes Gefühl macht. Und ich möchte trotzdem noch ein bisschen weitergehen in unser Gehirn, das heißt in unser Herz. Weil das ist eine Oberfläche. An der Oberfläche herrscht der Gedanke, die Tat des anderen zählt. Und ich muss geliebt werden, damit es mir gut geht. Das ist das. Deshalb sucht man sich einen Partner, damit er mich liebt. Das ist nicht gut. Es ist schon gut, dass er auch liebevoll ist. Aber ich suche ihn und ich will ihn und ich liebe ihn, weil ich lieben will. Nicht, weil ich ihn um der Liebe willen brauche. Ich brauche ihn nur, um eine Partnerschaft zu haben. Das müssen wir klarstellen. Aber jetzt gehen wir in unser Gehirn hinein, in unser Bewusstsein und Unterbewusstsein. Und ich möchte hier es auch nach Möglichkeit so einfach machen, wie es geht. Wir haben im Bewusstsein und ein Unterbewusstsein oder Herz, wobei das ist auch ein Teil des Herzens. Wir haben ein im Willen des Menschen, der ist im Frontalhirn, ist der größte Anteil unserer Hirnrinde ist der Wille. Der Wille, habe ich jetzt nicht so gut gezeichnet, der Wille ist der Ort, wo alle Fäden zusammenkommen. Aber nicht nur alle Fäden, sondern auch alle Chemie kommt in den Willen. Das heißt, der Wille nimmt alles auf. Jedes Bild kommt in den Willen, jedes Wort, das ich höre, jeder Durst und Hunger, alles kommt zum Willen. Der Wille ist sozusagen das Auffanglager für alles, was ankommt. So haben wir Durst, dann wird der bewusst im Willen. Weil wer muss denn den Durst jetzt befriedigen? Nicht? Es muss ja etwas geschehen. So, deshalb kommt alles zum Willen. Der Wille, Durst, Hunger, Müdigkeit, Wärme, Kälte, alles, was der Körper sagt, alle Gefühle kommen in den Willen. Dann kommt aber in den Willen auch alle, in unserem Willen, in unserem Bewusstsein, auch wieder im Willen zusammen, kommen auch alle geistigen Bedürfnisse. Ja, und der Haupteingang in den Willen, das ist jetzt ein schlechtes Bild hier, ich weiß nicht, wie soll ich es korrigieren. Versuche diese Rundungen, ja, das sind Lämpchen, so müsst ihr euch vorstellen. Der Wille ist so wie das Cockpit eines Flugzeugs. Ja, früher durfte man ins Cockpit gehen, heute darf man es noch nicht mehr so, wenn man fliegt. Aber wenn ihr im Cockpit seid, wenn ihr, ja, vielleicht auf Bildern seht, da gibt es sehr viele Knöpfe und Dreh und was auch immer es dort gibt. So, diese Instrumente, so müsst ihr euch den Willen vorstellen. Ja, Lämpchen. Der Pilot ist der Geist, okay? Und er ist aber so Pilot, er spürt es ja selbst.
Ja, das, was der im Cockpit geht ein Lämpchen an oder es piepst was oder ja, sodass der Pilot weiß, ah, irgendwo ist eine Not oder ist ein Problem. Im Körper ist der Geist direkt verbunden mit dem Willen und er spürt es. Er spürt es. Und aber was im Willen, das auch im Willen sind nicht nur die körperlichen Bedürfnisse zu Hause, sondern auch die geistigen. Schaut, wir Menschen haben einen Willen, der ist gleich mit allem anderen Menschen in dem Inhalt. Ja? Wisst ihr, dass wir alle dieselben Inhalte im Willen haben? Habt ihr schon mal Durst gehabt? Ja oder nein? Und deshalb haben wir, ja, so alle diese Dinge sind identisch in uns. Jeder Mensch hat ein Harmoniebedürfnis, ja oder nein? Nur nicht jeder hat es am Eingang seines Willens. Ich schreibe das hier, weil ich so bin. Mein Hauptproblem ist Harmonie. Ja, andere haben hier Gerechtigkeit. Aber jeder hat ein Gerechtigkeitsbedürfnis. Jeder hat ein Sicherheitsbedürfnis. Jeder hat ein Freiheitsbedürfnis. Jeder hat ein Wahrheitsbedürfnis. So, diese sind alle drin. Diese Bedürfnisse haben wir alle. Sie sind aber ein bisschen anders verteilt, so sind wir jeder eine andere Persönlichkeit. Nur weil sie ein bisschen anders gestellt sind und die Priorität ein bisschen anders ist, so sind wir alle eigen, wie soll ich sagen, Individuen. Ist keiner gleich wie der andere, obwohl wir dieselben Komponenten haben. Es ist nur, wie die verteilt sind, sind wir ein bisschen anders. Deshalb haben wir eine andere Priorität. Und das ist phänomenal zu sehen. Und es ist phänomenal zu sehen, dass es Menschen gibt, die hier am Eingang haben, die Harmonie, und die reagieren immer gleich wie alle anderen, die Harmonie haben. Und dann sieht man die Gerechtigkeitsleute, die Sicherheitsleute, sie haben alle dieselbe Schema. Und für mich faszinierend. Ja? Und ich bin Gott dankbar, weil ich habe dann Patienten, die, ich habe in der letzten Zeit mal, ich glaube, 5 Patienten gehabt, die hatten alle Gerechtigkeit im Mittelpunkt ihres Lebens, die Gerechtigkeit. Ja? Und das ist dann schön, wenn man das bei jedem betrachten kann und sieht, wie die Tat eines anderen oder die eigenen Taten stören. Das sind immer die Taten anderer. Die Taten anderer. So, das ist der Aufbau des Willens. So, der Aufbau des Willens ist es im Cockpit. Alle Dinge kommen im Willen zusammen. Und ich sage, der Wille ist der Eingang zum Herz. Das heißt, es ist das Cockpit. Hier empfindet der Geist, hier muss etwas geschehen. Ja? Hier kommen alle Fäden, alle Informationen kommen zum Willen. So, aber wie trifft der Geist jetzt die Entscheidung, wenn Hunger anklopft? Oder ich musste vorher mich entscheiden, ob ich jetzt mich ausziehe oder nicht. Nach welchen Kriterien treffe ich eine Entscheidung? Das war das Faszinierende, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, Gott, dass ich das weiß heute. Und ich habe es entdeckt Ende 2007 dadurch, dass ich nach folgendem Schema vorgegangen bin. Ich habe gedacht, dass alle Krankheiten unterschiedliche Ursache haben. So lernen wir es alle, nicht wahr? Wir würden nicht auf die Idee kommen, dass der Tinnitus im linken Ohr und die Arthrose im rechten Knie dieselbe Ursache hat, oder? Nein, für das eine gehen wir zum einen Doktor, für das andere gehen wir zum anderen Doktor. Und wir würden auch nicht denken, dass das Magengeschwür und die Herzrhythmusstörungen oder der Hörsturz und die Herzrhythmusstörung irgendetwas zusammen zu tun haben. Kämen nie auf den Gedanken, ich wäre nie auf den Gedanken gekommen. Deshalb habe ich mir Listen gemacht und habe versucht zu sehen, okay, alle Tinnituspatienten, alle Schwindelpatienten, alle Schilddrüsenpatienten, alle wie sie kamen, habe ich versucht, in ihrer Lebensgeschichte das gemeinsame Element zu finden. Ich hatte an einem Tag 3 Leute, die kamen, nur zur Untersuchung vor Schilddrüsenoperation. Und der Gedanke kam, sagte, wie wäre es, wenn du sie mal ein bisschen nachfragst, was sie so im Leben erlebt haben. Und ich musste bei 3 Patienten, die dieselbe ähnliche Krankheit hatten, ja, Knoten in der Schilddrüse. Und ich war so erstaunt, ich fand bei allen 3 ein gemeinsames Element. Ein gemeinsamer Nenner. Ja?
Und so, ich war erstaunt. Ich ging jeden Abend nach Hause, erzählte meiner Familie, was ich entdeckt habe. Es war super. Die haben mich immer ausgelacht, sagen, was, das kann doch nicht sein, die Schwiegermutter oder das oder jenes. Ursache für den Schwindel. Ja, und dann, eines Tages, Ende 2007, weiß nicht, wann es ganz war, in all diesen Listen entdecke ich plötzlich, dass das gemeinsame Element immer dasselbe ist. Ganz egal, was die hatten. So das, was ich suchte als gemeinsamen Punkt, es war unabhängig davon, ob sie jetzt einen Schwindel oder die Schilddrüsenknoten hatten oder ihre Halsprobleme, es war immer in der Geschichte, kam alles zusammen nur an einem und demselben gemeinsamen Nenner. Und das hat mich natürlich flachgelegt. Ja, ich war von, dachte, das kann es doch nicht sein. Kommen wir da hin. Nein, nein, wir machen es heute. So, das heißt, was so faszinierend war, ist, ich konnte es nicht verstehen. Glaub mir, wenn man so denkt, dass alles unterschiedliche Ursachen hat, und jetzt kommt man und findet heraus, dass im Prinzip alles nur einen einzigen Gedanken als gemeinsamen Nenner hat, dann muss man doch irgendwo das erstmal anzweifeln, oder? Also ich habe es angezweifelt. Ich bin ein Zweifler von so meiner Natur. Aber ich kann es heute sagen, und es hat mir noch keiner widersprochen, es wird mir auch keiner widersprechen können, weil es nicht anders ist, als es so ist. Nämlich, dass alle Probleme des Menschen, wenn das der Baum ist, wir haben 7 Milliarden Menschen, wisst ihr, dass alle Probleme des Menschen nur einen einzigen Gedanken als Ursache haben? Nur einer. Der ist allen Menschen gleich. Das müsste doch interessant sein, oder nicht? Also ich war da und ich konnte damit nichts anfangen. Aber ich habe, nachdem ich es entdeckt habe, habe ich gesagt, ich muss es sehen, stimmt es oder stimmt es nicht? Und ich habe dann jede Geschichte des Menschen immer genommen und bumm, ich komme zum selben Gedanken. Und dann war mein Sohn brachte mir irgend so einen psychologischen Fragebogen mit 25 Fragen, um irgend so zu gucken, ob irgendwelche Probleme vorliegen. Und ich gucke mir alle 25 Fragen an und alle 25 Fragen hatten nur einen gemeinsamen Nenner. Und das ist dieses Problem hier. Alle Probleme des Menschen wurzeln nur in einem einzigen Gedanken. Und der Gedanke ist ein ganz banaler. Er ist Verlust. Ohne Verlust kein Problem. Alle Probleme des Menschen kommen nur aus dem Verlust. Die Psychologen denken, Angst ist das Tiefste. Aber wisst ihr, dass wenn ihr nichts mehr zu verlieren habt, was passiert mit der Angst? Ist weg. Kann mir niemand Verlust machen? Kann er mir auch keine Angst machen? So, ich entdecke den Verlustgedanken und ich sage mir, ja, wie kann das mit dem Körper zusammenhängen? Und schaut, es macht doch so viel Sinn. Der Körper ist Atom. Ja, einverstanden? So, wie kann man Strom erzeugen im Körper? Wie kann man Strom erzeugen? Aus wie viel Ladungen kann man Strom erzeugen? Wie viel gibt es Atomladungen? Es gibt ja nur zwei. Ja? Es gibt das Plus, wir können sagen, hier ist Null, und es gibt das Minus. Ja? Der Körper hat ja keine mehr Möglichkeit. Er ist Atom. Und jetzt, damit der Geist den Körper steuert, muss er ihn ja steuern mit dem, was der Körper versteht. Ja? So, der Geist sitzt eine Ebene höher, der sitzt hier in der Mitte. Das bin ich. Ja, wir sind der Geist. Und jetzt, damit er dem Körper eine Information gibt, muss er ja körpergerecht die Information tun. Und siehe da der Körper ja limitiert ist auf zwei Ebenen, ist der Geist also auch limitiert auf diese zwei Ebenen, damit er alle Dinge speichert. So, deshalb entdecke ich den Minusgedanken, Verlust. So, wenn der Geist Verlust denkt, weiß der Körper was?
Es ist Minus. Einverstanden? So ist es. Was für den Körper Minus ist, ist für den Geist Verlust. Weil der Geist weiß ja nicht, was Minus ist. Ja, er kann zwar verstehen, weil er ja fähig ist, aber der Geist kann nur denken. Mehr kann er nicht. So, und wenn er Verlust denkt, sagt der Körper, das verstehe ich. Und wir müssen alle Ereignisse unseres Lebens, werden in den Speicher Verlust, Null oder in Gewinn getan. Kommt ein bisschen computermäßig vor, oder? Wie sich auskennt beim Computer? So, alles ist nur Gewinn und Verlust. Aber wie muss der Geist entscheiden? Jetzt habe ich Durst. Oder ich schwitze hier. Und ich muss eine Rechnung machen. Welche Rechnung muss ich machen? Gewinn oder Verlust? Aber bin ich frei, in beide Richtungen zu gehen, oder bin ich bestimmt, nur in eine Richtung zu gehen? Ist der Geist frei oder ist er nicht frei? In dem Sinne, in welche Richtung er geht. Und das sagt er wiederum, weil er nicht kennt. Ihr seid nicht frei. Nein. Der Geist muss in Richtung Gewinn gehen. Er muss gewinnen. Dafür hat er ein Ja. Wenn mir jetzt das Ausziehen des Sakkos mehr Gewinn gebracht hätte, wie es anhalten, hätte ich das Sakko ausgezogen. Aber ich hielt es für einen größeren Verlust, das Sakko auszuziehen. Ja? Deshalb habe ich es, was getan? Nein gesagt, meinem Schwitzen. Du kannst es aushalten. Weil es ist zu kompliziert, das jetzt auszuziehen. Es unterbricht und es geht nicht, wenn man verkabelt ist. Ja? So, der Geist hat eine ganz einfache Rechnung zu machen. Aber er ist nicht frei, zu sagen, ich mache jetzt Verlust. Das kann er nicht. Kein Geist kann sich selbst Verlust machen, absichtlich. Schaut, wenn wir den Verlustgedanken nicht hätten, wisst ihr, dass wir dann richtungslos wären? Der Chirurg würde sagen, naja, wenn ich jetzt die Halsschlagader mit ausschneide, mach kein Problem. Ja, ich kann ja Richtung Verlust gehen. Könntet ihr? Der Fahrer auf der Straße würde sagen, naja, ich fahre jetzt links, es ist ja egal. Ich fahre mein Auto jetzt an die Wand, weil das ist ja kein Problem. Nein, nein, das kann niemand machen. Das ist nicht nur in dieser Welt. Ich denke, dass wir so gut gemacht sind, weil es ist ja ein gutes Ziel, immer zum Gewinn gehen, oder nicht? Finde nicht? Oh, gewinnen tut gut. Lass uns mal schauen, wie reagiert der Körper auf Gewinn? Das sagt man der Ego auch. Nein, nein, das hat noch nichts mit Gewinn, mit Ego zu tun. Wir kommen noch dahin. Man hat mit Egoismus noch nichts zu tun. Das ist Programm, sag ich mal. Das ist Lebensgesetz. Wir müssen gewinnen. Wenn jemand denkt, Gewinn, wie fühlt er sich? Kann sich jemand denn schlecht fühlen, wenn er Gewinn denkt? Stellt euch vor, ihr habt heute Abend, ich weiß ja nicht, manche denken ja, Geld ist Gewinn. So, ihr habt heute Abend, geht nach Hause und habt eine Million zu Hause auf dem Tisch. Wie werdet ihr euch fühlen? Es sei denn, ihr habt schon sehr viele Millionen, dann vielleicht ist es nicht mehr so ein großes Gefühl. Ja. Aber sogar ich würde mich freuen, denke ich. So, weil alles, was wir als Gewinn ansehen, ja, macht uns was? Strom. Guten Strom. Jeder, der Gewinn denkt. Wisst ihr, dass niemand zum Psychologen geht wegen Gewinn? Geht auch niemand zum Anwalt gegen Gewinn. Wisst ihr, dass alles in der Welt nur um Gewinn und die Ärzte, die Richter, die Psychologen, sie leben alle nur vom Verlust. So haben wir keinen Verlust mehr, werden die arbeitslos. War doch schön, oder nicht? Es ist phänomenal. Wenn wir Gewinn denken, ganz egal, ob es real ist oder nicht, der Geist Denkgewinn. Sein Körper sagt, super gut. Deshalb schaut,
Die Moral. Wenn jetzt einer meinen Porsche stiehlt, nehmen wir an, ich hätte einen Porsche. Ja? Und er stiehlt den Porsche, wie fühlt er sich? Hat was Böses getan, aber wie fühlt er sich? Obwohl, er hat ja einen Porsche. Aber ich, der ich den Porsche habe, wenn ich rausgehe und gucke, er ist nicht mehr da. Und ich sage, was denke ich dann als erstes? Oh, hurra, er ist weg, super. Was sage ich? Was denke ich? Ich denke, Verlust, oder? Und in dem Moment, was, je teurer der Porsche ist, umso schlechter fühle ich mich. Todkrank, in der Nacht können sie nicht schlafen. In der Nacht können sie nicht schlafen, könnte ich? So, ihr seht, das ist Funktion. Das kann niemand ändern. Das ist Gesetz. Gewinn bringt richtigen Strom. Verlust bringt falschen Strom und macht uns krank. So, der Geist ist verpflichtet, immer bei Null zu bleiben. Das heißt, er darf nicht ins Minus. Ja, das ist die Vorgabe. Darf nicht ins Minus. So, deshalb ist meine Frage heute Abend, können wir, wenn 90% der Krankheiten von Verlust kommen, aber sie kommen nicht vom allgemeinen Verlust, sondern sie kommen nur vom persönlichen Verlust. So, der persönliche Verlust ist die Krankmachung und deshalb ist die Frage, gibt es den persönlichen Verlust oder nicht? Er ist der Einzige, der krank macht. Wir brauchen den Verlustgedanken, dass wir eine Richtung haben. Schaut, wenn ein Chirurg ohne Angst, ich sage jetzt mal, ohne Verlust operiert, dann wäre es nicht schön, oder, in seine Hände zu kommen? Ja, wäre es gut oder nicht? Wäre nicht so gut, weil er würde sagen, naja, nicht? Mach Spaß und ich bin, ja, und jeder Chirurg operiert gern. Also ich war ein gern operierender Heino-Arzt. Ja, ich hätte nie gedacht, dass ich jemals dieses Hobby aufgebe. Je größer die Operation, umso mehr Spaß hat es gemacht. Und je mehr man sich anstrengen musste. Ja, so. Jeder Chirurg, geht ihr zum Chirurgen mit irgendetwas, dann sagt er nicht, ah, das müssen wir nicht operieren. Ganz selten tut er das. Wenn er weiß, es hat keinen großen Erfolg, ja, dann tut er das. Aber wenn er irgendwo eine Möglichkeit sieht, durch seine Operation doch das zu helfen, dann wird er das Messer benutzen, weil ihm das Freude macht. Vielleicht auch schlimm, wenn es ihm keine Freude macht. Aber er muss es so tun, dass er nicht Schaden macht. Ja? Als Heino Ernst haben wir ja operiert im Bereich der Nase, der Siebbeinzellen und der Keilbeinhöhle und der Stirnhöhle. Und ihr wisst, das ist nicht weit vom Gehirn. Ja? Und das Knöchelchen, das dich von dem Hirn entfernt, ist ein dünnes. Und du musst immer einen Bereich mitnehmen und den nächsten. Und hoffentlich ist jetzt beim nächsten Griff nicht das Gehirn drin. Okay? Weil wir müssen dort einige Knochenlamellen mit ausräumen. Und bei manchen Leuten ist wirklich diese Schicht an der Basis, an die Schädelbasis, sehr dünn. Und ich war froh, wir haben immer mit dem Mikroskop operiert und geguckt. Und es ist mir nie passiert. Aber es kann passieren und dann macht man ein Häkchen mehr und schon fließt Hirnflüssigkeit raus. Und wenn es nur noch Hirnflüssigkeit ist, ist kein Problem. Wir decken das ein bisschen zu mit Fett und so weiter und es hält wieder. Aber wenn dort hinten aus irgendeinem Grund nicht nur Hirn ist, sondern die Halsschlagader, das heißt die interne, dann spitzt es aus der Nase bis an die Decke. Und dann ist der Patient entweder tot, nicht unbedingt tot, aber halbseits gelähmt. Weil wir müssen ihn dann hier abbinden, die Halsschlagader, dann wird das Gehirn nicht mehr. Ja, so. So, das ist Operation. So, ich habe gern operiert, aber man operiert mit der Angst. Es ist aber keine Angst, die jetzt einen fürchten macht, dass man operiert, sondern es ist eine Angst, die einen vorsichtig macht, weil wir wollen nichts verlieren. Wäre es nur das Leben des Patienten, würden wir vielleicht nicht so viel verlieren, aber wir verlieren unsere eigene Lizenz und Reputation
und unseren Ruf. So, deshalb sind wir sehr aufmerksam, wir operieren gern. Und wir operieren mit der Möglichkeit des Verlustes, so wir müssen ihn vermeiden. Deshalb bleibt der Chirurg in diesem Gebiet. Er will maximalen Gewinn, er will das Ding rausholen, aber er möchte gleichzeitig keinen Verlust machen. Ich hoffe, dass wir das verstehen. Das ist eines der wichtigen Dinge in unserem Leben. Der Geist ist verpflichtet, in diesem Bereich zu bleiben. Er kann auch nicht raus. Sonst wären wir richtungslos. Wir hätten keine Steuerung, hätten wir das nicht. So als uns Gott gemacht hat, hat er das so gemacht, dass wir eine Richtung haben. Und das ist eine schöne Richtung, finde ich, oder? Immer Richtung Gewinn zu gehen, ist super. Gute Gefühle, gutes Leben. Das Problem ist nur, das ganze Welt arbeitet in die andere Richtung. Genau. Das ganze Problem ist nur der persönliche Verlust. Und jetzt will ich euch die letzte Frage, die vorletzte Frage heute Abend stellen. Was denkt ihr? Können wir persönlichen Verlust vermeiden? Weil wenn wir den vermeiden können, haben wir 90% unserer Krankheiten weg. Es gibt nur Ja oder Nein. Wir haben gesehen, ja. So. Versteht ihr? Nun, die Reaktion ist aber abhängig, wie ich das Ereignis sehe. Die Reaktion ist vorgegeben. Von der Sicht. Ja, was der Geist als Gewinn sieht, was wird er tun? Wird er Ja sagen? Er kann nicht anders. Sieht er etwas als Verlust, dann muss er Nein sagen. Kann nicht anders. Aber jetzt entscheidend ist, und jetzt kommen wir an den Anfang, und ich werde den Anfang doch noch heute kurz angreifen, dass wir morgen dann auch zur Lösung kommen können. Der Anfang ist, das große Problem des Geistes ist, jetzt sind wir auf einer rein geistigen Ebene, mit dem Körper hat es nicht mehr zu tun. Der Geist muss wissen, was ist Gewinn, was ist Verlust. Okay? Alles hängt von der Definition dieser zwei Parameter ab. Alles. Deshalb nennt sich das die Sicht. Ich nenne es die Sicht des Geistes. Die Psychologen nennen es Motivation, weil sie merken, dass wir alles aus dieser Sicht heraus tun. Jetzt, was würdet ihr denken? Haben alle Menschen die gleiche Definition für Gewinn und Verlust oder eine unterschiedliche, die mich noch nicht gehört haben? Was würdet ihr denken? Unterschiedliche Definition oder gleich? Ja, die gleiche sagen, die haben mich schon gehört, das weiß ich. Schaut, wir denken, dass der Mensch unterschiedliche Definitionen hat für Gewinn und Verlust. Aber das war auch wiederum eine faszinierende Entdeckung für mich, dass ich gesehen habe, dass alle Menschen dieselbe Definition haben. Das heißt, sie sind in ihrem Unterbewusstsein, ihr Geist hat dieselbe falsche, ich sage falsch, weil ihr werdet sehen, dass es ist so, und führt uns deshalb in die Annahme, dass wir Verlust oder persönlichen Verlust nicht vermeiden können. So, deshalb ist die Frage, was sieht der Geist, ist Gewinn? Es gibt nur zwei Dinge, die er zur Auswahl hat, wissen wir? Ist es geben oder bekommen? Was sieht der Geist als Gewinn? Geben. Ist es geben oder bekommen? Geben. Bekommen hat es ja nicht funktioniert. So, jetzt machen wir einen kleinen Test. Weil, wisst ihr, in unserem Bewusstsein stimmt es, was wir denken. Ja? Aber lasst uns doch mal prüfen, wie reagieren wir in der Realität? Weil, wisst ihr, als Theorie können wir immer... Wir haben hier zwei Türen zum Auswahl, zum Rausgehen. Und gesetzt den Fall, an der Tür kriegt jeder von Ihnen 1.000 Euro. Und an der Tür müsste jeder einen Scheck ausstellen auf 1.000 Euro. Welche Tür würdet ihr wählen? Zum Fenster. Also werdet ihr nicht attraktiv angezogen von der, wo es 1.000 Euro gibt?
Also ich denke nicht, dass es einer wäre hier, der sagte, ah, ich finde es gut zu geben. Oder? Es ist kein hundertprozentiger Test, aber er kann uns offenbaren in unserem Inneren, dass wir doch bekommen als Definition haben. Jeder, der geliebt werden will, hat bekommen als Definition. Ganz egal, was er glaubt, in seinem Bewusstsein. Jeder, der geliebt werden will, hat bekommen als Aber ich Definition. denke, es ist so wichtig, dass man liebt. Sicherlich. Demnach ist auch das Geben dann Wir werden ja schon nicht sehen. immer Wir werden ja, herzlich nehmen. ja sicherlich. Aber wir müssen schauen, wie trickreich das ist. Und ich erzähle euch dann noch die Geschichte mit dem Gerechtigkeitsmensch. So, bekommen haben alle Menschen von Geburt auf in ihrem Geist als Gewinn. Und wenn bekommen Gewinn ist, was ist Verlust? Nein, ja, verlieren schon, aber nein, geben ist nicht das Umgekehrte von bekommen. Was ist das Gegenteil von bekommen? Wegnehmen oder? Nein. Wenn ich etwas bekommen will, was ist das Gegenteil von bekommen? Nicht bekommen oder zu wenig bekommen. Habt ihr schon mal zu wenig bekommen für das, was ihr gegeben habt? Ja? So, zu wenig. Oder nicht bekommen ist Verlust. Oder wir werden noch sehen, warum weggenommen bekommen. Bekommen. So, das sind die zwei Ideen, die der Geist hat von Gewinn und von Verlust. Und die ganzen Ideen entspringen aus einer Idee, die der Geist über sich selbst hat. Das ist das, was ich denke, was wichtigste ist, was wir verstehen müssen. Der Geist des Menschen denkt von sich aus zwei Gedanken. Das eine ist, die Psychologen nennen es Stolz als Motivation und Egoismus. So, aber das ist mir auch schon zu kompliziert, deshalb versuche ich ein bisschen einfacher zu sein. Ich denke, die zwei Grundgedanken des Geistes, die ihn steuern, ist ich kann, halte ich den Grundgedanken des Stolzes. Und ich habe, halte ich den Grundgedanken des Egoismus. Und weil der Geist dies über sich denkt, handelt er immer so, dass er zuerst gibt. Geben, um zu bekommen. Das ist unser Antrieb. Deshalb opfern sich Menschen auf. Aber sie opfern sich nicht auf, weil sie es umsonst geben, sondern sie wollen etwas dafür haben. Und ich erzähle euch die Geschichte mit dem Gerechtigkeitsmann, dass ihr was zum Nachdenken habt. So ein gerechter Mensch, was will er? Gerechtigkeit geben oder Gerechtigkeit bekommen? Aber er handelt sehr gerecht. Schaut, dieser Mann ist ich habe sehr viel an ihm gelernt. Also, man kann nur am Fall lernen. Er geht in ein Restaurant und feiert eine Party. Geburtstag, was auch immer es war, schon noch unter D-Mark-Zeiten. Und der Wirt verrechnet sich, anstelle dass er ihm 900 D-Mark verlangt, verlangt er ihm nur 700. Und am Abend, wo er die Rechnung macht, erkennt er, dass der Wirt sich verrechnet hat. Was macht der gerechte Mensch? 200 Die Euro. bringt die fehlenden 200. Er behält keinen Cent. Schön oder nicht schön? Nobel oder nicht nobel? Nun lasst uns mal angucken. Ja? So, er ruft den Wirt an und er sagt: Du hast dich verrechnet. Und da es ja so ein kleiner Ort ist, wo man sich so kennt, so am anderen Tag geht er hin und bringt ihm die 200 D-Mark. Jetzt. Während er ihm die 200 D-Mark auf die Theke tut, er ist dort zusammen mit seiner Frau gegangen, das Geld bringen,
hat er Durst und er bittet den Wirt um ein Getränk. Und er trinkt, er und seine Frau, einen Saft. Und jetzt ist die Frage, verlangt der Wirt ihm das Geld für den Saft oder erlässt er es ihm? Ich würde es ihm erlassen. Warum würde sie ihm erlassen? Weil ich das anerkenne, dass er mir die 200 D-Mark gebracht hat. Seine Ehrlichkeit zu belohnen. Ist es fair, jemanden zu belohnen, weil er ehrlich ist? Nein, eigentlich nicht. Aber so. Selbstverständlich. Das ist eigentlich das Normale. Der Wirt macht es richtig. Er verlangt ihm die 5 D-Mark 80. Und was macht mein Patient? Er geht mehr wie 10 Jahre oder 20 nicht mehr in die Gaststätte. Warum hat er die 100 oder 200 D-Mark zurückgebracht? Weil er ehrlich ist, weil er geben im Kopf hat oder weil er bekommen hat als Gewinn? Warum bringt er sie zurück? Der Gerechtigkeitssinn meldet sich und er ist gerecht. Ja, es ist nichts Falsches. Wir sollten alles zurückbringen, auch einen Cent. Aber wollen wir für die Gerechtigkeit belohnt werden? Oder ist Gerechtigkeit in sich selbst richtig? In sich selbst richtig. Gerechtigkeit müsste doch in sich selbst richtig sein. Ja? Aber wir wollen dafür, dass wir etwas Richtiges tun, was? Eine Anerkennung, weil wir tun es, um zu bekommen. So trickreich ist dieses unser Herz, unsere Sichtweise. Es ist so trickreich, dass die nobelsten Dinge, die wir tun, wir uns nicht Rechenschaft tun. Wir tun sie nicht um des Gebens willen. Wir tun sie, weil wir etwas davon haben im Bekommen. Nicht im Tun. Aber wisst ihr, in der Natur ist dieses nicht vorhanden. Das Naturgesetz des Körpers läuft anders. Und das Naturgesetz, wo wir uns morgen Abend anschauen werden, es ist eine Fehlsicht des Geistes und sie ist so trickreich. Der Geist denkt, ich kann. Wenn ich euch frage, könnt ihr lieben, was werdet ihr sagen? Jeder wird ja sagen. Es wär schwierig für mich, euch zu beweisen, ihr könnt es nicht. Ja? Weil ihr alle denkt, ich kann. Wenn ich euch frage, besitzt ihr etwas oder nicht, was würdet ihr sagen? Besitzt ihr was oder besitzt ihr nicht? Wer sagt, ihr besitzt nicht? Man kann es ja beweisen, man nimmt ihm was und man sieht, ob er es besitzt oder nicht. Ja? So, wir alle denken, wir besitzen etwas. Richtig oder falsch? Guckt euch das mal an. Wir geben. Wenn wir es können und haben und geben, warum wollen wir was zurück? Warum sind wir nicht mit dem Geben befriedigt? Weil wir geben es doch von uns, nicht? Wir sind doch so liebevoll, so gerecht, so selbstlos in unseren Augen, nicht? Aber letztendlich, was sind wir? Hochgradig. Ja? Weil wir es uns nicht sehen. So, wir müssen etwas tun, weil mit dieser Sicht der Dinge, wer steuert mein Lenken? Wer steuert mein Gewinn, wenn bekommen Gewinn ist? Wer steuert mein Gewinn? Ich oder jemand anderes? Wer hat diesen Mann gesteuert, dass er nie mehr ging? Der Wirt. Der Wirt hat über ihn völlig bestimmt, über seinen Handel. Über seinen Ärger. Wahrscheinlich hat er dich jedes Mal geärgert, wo er an dem Wirtshaus vorbeigefahren ist, oder? Ja, weil gerechte Menschen ärgern sich. Wisst ihr das? Gerechte Menschen haben ein starkes Ärgergefühl. Ja?
So, je größer die Ungerechtigkeit ist, umso schlimmer ist der Ärger und das Gefühl. Aus diesem Grunde, wenn Bekommen Gewinn ist, dann sind wir nie Herrscher über unseren Gewinn. Dann sind wir mit unserem Geben immer nur Bettler. Immer nur Bettler. Ja, ein Mädchen sagt seinem Mann oder seinem Freund, seit 5 Jahren sind sie zusammen, auch das ist ein Beispiel, das ich immer wieder verwende, weil es so schön ist, weil es sehr viel aussagt. Sie sagt, ich sage meinem Freund jeden Tag, ich liebe dich. Und Frauen mögen das zu sagen, nicht? Und ich weiß noch früher, wo meine Frau dann einmal mir ein Zeichen gab, wenn sie sagte, ich liebe dich, und ich blieb stumm. Ja, so. Das ist doch schön, oder? Du liebst mich, alles klar. Aber warum sagt sie, ich liebe dich? Weil sie von meiner Liebe lebt und denkt, wenn ich dir sage, dann wie geht's dir? Gut. So, dieses 24-jährige Mädchen sagt jeden Tag, ich liebe dich. Und sie sagt, aber mein Freund sagt es mir vielleicht einmal im Monat. So sagt sie, ich liebe dich, weil sie liebt oder weil sie geliebt werden will. Woher weiß ich, dass sie geliebt werden will? Woher weiß ich, dass sie nicht liebt und nicht von ihrer Liebe lebt, sondern von seiner? Woher weiß ich? Nein, woher weiß ich, dass es so ist? Aus ihrer Geschichte. Ich weiß es, weil sie zählt. Sie zählt. Ja? Manche machen sich ein Kreuz im Kalender, nicht? Oder was auch immer. Das ist fantastisch, nicht? So, es ist so wichtig, was andere tun, dass wir mit unserem Liebesgehabe, anstelle, dass wir frei sind, ich sage, ich liebe dich, ja? Wir lassen es sagen, ich liebe dich, bitte lieb mich auch. Gut oder nicht gut? Findet ihr Betteln gut? Oh, ich finde es würdelos. Ich möchte nie Bettler sein. Ich glaube mir, ich will Millionär sein. Ich will geben können. Ja? Ohne etwas zu wollen. Weil wenn ich gebe, um zu bekommen, bin ich immer der Sklave anderer. Und ich werde immer irgendwo nicht genug bekommen. Ja? Weil ich meine Leistung in einer gewissen Weise einschätze und schätze ich die Leistung des anderen geringer ein wie meine, bin ich automatisch wo? Im persönlichen Verlust. Stelle ich sie gleich wie meine, dann bin ich im Nullbereich. Aber ist sie ein bisschen geringer wie meine, bin ich im Verlust und schon bin ich der Gefangene des anderen. So, wenn Bekommen Gewinn ist, können wir weder unseren Gewinn steuern und unseren Verlust gar nicht verhindern. Weil was können Sie tun, wenn jemand einbricht, indem wir hier sitzen und Sie gehen nach Hause und alles weg? Was können Sie tun? Nichts. Aber wie werden Sie sich fühlen? Ich hoffe, es passiert nicht, aber bei manchen hat es passiert. Ja? Ja? So. Ihr seht, der Mensch ist völlig versklavt. Er hat null Chance, weder seinen Gewinn zu maximieren, obwohl er verpflichtet ist zu gewinnen, noch seinen Verlust zu vermeiden, obwohl er verpflichtet ist, Verlust zu vermeiden. Und so ist er immer an dem Bandel eines anderen dran. Und so steuern den Menschen in seinem Bewusstsein 2 Dinge. Geld oder Materie, es gibt nur die 2 Sachen, oder Menschen, oder Tiere. Beziehungen und Materie. Mehr gibt es nicht auf der Welt, wisst ihr? Mehr gibt es nicht. Und diese 2 bestimmen in unserem Bewusstsein unser Leben. Dadurch sind wir nicht frei. Können Sie Geld managen? Ich meine, können Sie Geld beherrschen? Oder Materie? Ja oder nein? Sicherlich nicht. Können Sie Menschen bestimmen, beherrschen? Können wir Tiere bestimmen? Oh. Sie leben kürzer wie wir, die meisten. So,
Wir können nicht die Kontrolle auf sie haben. Aber wenn das unsere Liebesquellen sind, wenn das ist, wovon wir leben, weil die müssen uns Gewinn geben durch das, dass sie da sind und wie sie da sind, dann sind wir immer Sklaven. Das mag eine ganze Weile gut gehen, solange man denkt, man kriegt genug. Ja? Aber dann, wenn es dem anderen schlecht geht, wenn die anderen Dinge nicht so laufen, wenn meine Liebesquelle nicht so ist, wie ich sie mir wünsche, dann komme ich ins Minus. Und dann, da ich nicht im Minus sein kann, werde ich mich dagegen wehren. Ich werde kämpfen. Und dieser Kampf macht meine Zellen kaputt. Dieser Kampf macht meine Zellen kaputt. Weil der Geist hat keine Wahl. Denkt er Verlust, muss er daraus. Deshalb kommen uns Verlustgedanken immer wieder hoch. Wisst ihr, dass Gewinngedanken wir vergessen? Weil Gewinn ist normal. Aber Verlust, hat ja einer Verlust gemacht vor 50 Jahren, dann, wenn der Verlust groß ist, dann ist er da so wie heute. Ja? Hat er aber vor 50 Jahren Gewinn gebracht, dann musst du lang nachgraben, um das dich zu erinnern. Weil Gewinn vergessen wird. Versteht ihr, man ist ein Leben lang zusammen, vielleicht ein Ehepaar, und alles war immer gut, und dann kommt ein Ereignis und es macht alles kaputt. Dann dürfen Kinder aber eigentlich nicht krank werden, denn die haben ja die Probleme nicht. Ja, ich denke, die Frage mit den Kindern ist super gut, und vielleicht können wir morgen Abend noch ein bisschen darauf eingehen. Ein Kind hat dieselben Bedürfnisse wie ein Erwachsener, ja, weil die Zellen des Kindes sind identisch wie die eines Erwachsenen. Wir können nicht sagen, ein Kind braucht, wie soll ich sagen, ein Kind muss nicht atmen, weil es nur ein Kind ist, oder ein Kind muss nicht lieben, weil es ein Kind ist. Ein Kind steht unter denselben Gesetzen, alleine, dass das Kind nicht verantwortlich ist. Es versteht es noch nicht. Deshalb bei der Krankheiten des Kindes muss ich nicht das Kind verändern, das kann ich nicht, sondern wen? Ich muss die Quelle verändern. Ja? So, weil ich weiß, wo daher das Kind sich holt, deshalb muss ich immer an der Quelle arbeiten. Und das ist die Mama. Vielleicht deswegen amüsieren wir uns nicht so, weil das ist das erste Ding, das wir lernen auf dieser Erde. Ja, wir sind so, wir das haben ist keine das Wahl. Erste Ding. Wir ja. können nicht reden, nichts, aber das wissen wir schon. So ist es. Und in dem Alter, das ist so eine alte Geschichte, wir gucken darauf. Ja. So, das ist der Anfang unseres Lebens. Das ist der erste. Denke ich, hier bekommen Gewinn, dann werde ich bestimmt. Haben wir eine andere Definition über uns selbst, weil das hier kommt, weil wir eine falsche Definition über uns selbst haben. Ich kann jedem beweisen, dass er nichts kann und dass er nichts hat. Aber das ist morgen Abend. Ja, sonst übernachten wir hier. Und wir müssen verstehen, wenn wir das ändern, wohin kommen wir dann? Zu welcher Fähigkeit? Und ihr werdet sehen, wir sind absolut so gemacht, dass wir gar nicht in Minus, in den persönlichen Verlust kommen können. Auch das ist nur ein Betrug. Es ist nicht existent, der persönliche Verlust. Es ist nur ein Betrug. Aber wir müssen es verstehen, und dann müssen wir verstehen, wie kommen wir da raus. Weil es reicht nicht, es zu wissen. Weil ich verspreche euch, auch wenn ihr es wisst, und ich weiß das jetzt seit 2007, und es gibt noch ein paar Dinge hier in meinem Willen, die ich immer noch bekommen will, anstelle sie zu geben. So, ich denke, das mit den Kindern werden wir morgen Abend, wo wir dahin kommen, besprechen. Ich hoffe, wir haben ein bisschen mehr Zeit, auch für Fragen. Ich hoffe, dass dann nicht wieder sehr viel Neue da sind, dass ich nochmal so lange Wiederholung machen muss. Aber manchmal ist es wichtig, dass wir wiederholen und dass wir morgen Abend dann ein paar Sätze, die Wiederholung, und dann kommen wir zum Thema, dass wir die Lösung haben. Weil wir brauchen eine Lösung. Und die Lösung ist super. Und wir können selbstständig Menschen werden, so wie wir gemacht sind. Dass nicht meine Frau über mich bestimmt. Sie kann sowieso nicht, ich lasse mich bestimmen. Oder dass ich etwas will von ihr. Dadurch werde ich bestimmt. So. Ich wünsche euch eine gute Nacht.
Vielleicht könnt ihr noch was trinken, dass ihr nicht ohne Wasser seid. Und morgen Abend sehen wir uns wieder.